Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 14 Karrieremodus. Willkommen auch bei Folge 21, in der wir aktuell immer noch Tabellenführer der Football League 2, der vierten englischen Liga sind. Im letzten Spiel gegen den AFC Wimbledon haben wir 1-0 gewonnen mit einer relativ gefestigten Mannschaft mittlerweile. Heute spielen wir gegen Plymouth Argyle, irgendwie eine Mannschaft auch aus der unteren Tabellenhälfte. Müssen wir eigentlich also auch wieder gewinnen. Jetzt gehen wir mal hier rein in die Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel. Und da werden wir nochmal, wen werden wir denn loben? Die ganze Mannschaft motivieren, den Trainer, wo wir mal den Gegner verunsichern. Machen wir mal, also, vielleicht geht's in die Hose, aber wir werden hier mal. Oder wollen wir die gegnerische Mannschaft loben, um sie zu verunsichern? Nee, wir verunsichern sie mal. Wir machen mal sowas, probieren wir was ganz Neues aus hier. Gerade noch mal hier ein Scout-Bericht aus England. Was ist das für einer? 20-Jähriger, aber der. Nee, den schmeißen wir gleich mal da raus hier aus der Mannschaft. Aus der Mannschaft. Aus dem Scout-Bericht wollte ich sagen. Ja, der klingt immer noch sehr gut. Ribeiro klingt eigentlich auch immer noch sehr gut. Form schlecht. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nichts Genaues weiß man nicht. Wir müssen einfach mal schauen. Weil jetzt dauert es immer noch bis zur nächsten Transferperiode. Ist es, glaube ich, noch ein kleines Weilchen. Bin mir nicht sicher. Ich meine, jetzt können wir eh noch nichts machen. Moment, da war ich jetzt gerade schon. Ich wollte mal hier in die italienische Dings reingucken. Der tut hier auch noch was. Simone Gossi. Da haben wir auch nochmal ein Update. Sprungkraft, sehr gut. Stärke auch ganz okay. Ja. Ja, klingt auch gut. Aber wie gesagt, wir haben auch gerade kein Geld. Wir müssen jetzt mal warten. Also wir können jetzt nur ein paar Spiele beobachten. Ich habe ja ein paar Spiele schon auf meiner Liste draufstehen hier. Aber mehr können wir da gerade nicht machen. Schauen wir hier gerade mal in die Mannschaft rein, wie es so aussieht. Vielleicht müssen wir hier mal eine... ja, pass auf, wir werden hier mal... Heute ist ja schon der Tag des Spieles und Coulson ist so ein bisschen noch ein bisschen angeschlagen hier formtechnisch. Da werden wir mal eine Änderung machen. Und zwar lassen wir mal für den... ist einer ähnlich schnell... spricht der eher für Platt. Wir können natürlich auch mal Chambers wieder auf links spielen lassen erstmal. Ist vielleicht die Wahl meiner. Ja, wir lassen mal wieder Chambers jetzt auf rechts spielen. Bringt mir jetzt gerade nichts, sonst nix. Lass mich hier gerade nochmal gucken, wer ist denn noch. Naja, heute muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr wechseln, weil das letzte Spiel erstmal ein paar Tage her ist und deswegen noch nicht alle wieder fit sind. Also noch nicht alle hundertprozentig fit, aber müssen wir eigentlich auch so schaffen. Mit angezogener Handbremse gegen Plymouth, aber mit voller Konzentration. Wir dürfen nicht schleifen lassen, was sonst kriegt man hier in Plymouth einen Deckzettel verpasst. Und das wollen wir nicht. Heute in der Jubiläumsfolge 21. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Jubiläum sein soll, aber es ist die Folge 21. So, wir spielen zu Hause mal Heimtrikot. Ja, mach mal. Plymouth in grün-weiß. Ja, so gehen wir das Spiel an. Es regnet und das Spiel wird angestoßen um 19.45 Uhr. Aber zum Glück müssen wir nicht bis 19.45 Uhr warten, sondern können direkt hier loslegen. Oh ja, ein super Wetter. Ich glaube, irgendeine Folge vorher hatte ich ja mal Best English Weather genannt. Weather. Hier sind die Weather Boys, kommen jetzt hier. So, mal gucken, wir sind der Erste, ein Punkt Vorsprung. Wäre mal gut, wenn wir so langsam unseren Vorsprung ausbauen könnten, aber das werden wir nicht gegen die Mannschaften hier aus der unteren Tabellenhälfte. Das müssen wir
irgendwann mal in den direkten Spielen gegen die Verfolger machen. Heute, das ist so ein Pflichtsieg. Den müssen wir eigentlich mit nach Hause bringen. Werden wir hoffentlich schaffen. So, gucken wir, wie das Geläuf hier zu bespielen ist. Erstmal hier. Ja, super, erstmal einen Ball verloren im Mittelfeld. Chambers, Montrose. Verfehlt. Ah, gut. Oh, kommt nicht an. Müssen wir mal schauen. So, pass low. Ich verpasse immer die Abspiele. Das ist mir im letzten Spiel auch schon so häufig passiert, dass ich es nicht geschafft habe, den Ball rechtzeitig abzuspielen. Und dann war er immer weg. Jetzt gibt es mir einen Freistoß für mich. Weil Russell Fletcher von hinten angegangen hat. Ja, okay. Kann man pfeifen. Freut uns. So, Oyebanyo darf jetzt hier mal schießen. Der schießt mal direkt. Achtung. In die Mauer, meine ich. Direkt in die Mauer. So, es ist Fehler auf seiner Seite da drüben. Gell? Das ist natürlich nicht so gut. Ich hoffe, er wird sich gleich wieder zurückziehen. So, jetzt geht erstmal hier. Okay. Der ist uns aus. Zum Glück nix geworden da draußen. Ach, abseits von Dijk. 25. Minute und wir haben es noch nicht geschafft. Hätte er direkt spielen müssen, nicht erst annehmen. Wir haben es noch nicht geschafft, einmal was Gefährliches rauszuspielen. Das ist nicht gut. So, Parslow. Was? Was war denn das jetzt hier? Warum pfeift er mich da zurück? So, komm, Chambers. Das machen wir mit. So, jetzt hier mal. Puri, kann er eine Flanke bringen? Ja, kann er. Aber Dak Fu kommt da nicht ran an die Flanke. Ey, der Schiri bringt mich gerade ein bisschen zur Verzweiflung, gell? Ich habe jetzt nicht geguckt, welchen Platz Blimmes hier hat vorher. Ah, Dak Fu wollte es schön machen mit der Hacke. So wie er auch schon in dem Spiel vor zwei Malen oder so. Aber Achtung, jetzt muss ich mal kurz hier konzentrieren. Auch die Chance da vergeben hier. So, jetzt haben wir hier die Nachspielzeit von der ersten Halbzeit angezeigt. 3 Minuten, ich weiß gar nicht warum. 3 Minuten Nachspielzeit jetzt hier sind. Oh, was gibt es jetzt? Ein Abseits? Okay, der Schiedsrichter pfeift heute gerne. Okay, das war natürlich ein klares Abseits. Trotzdem. Banyo. Oh, das ist ein bisschen der Wurm drin. Der Regenwurm, sozusagen. Nochmal, 5 Yards Raumgewinn hier. Second down. Ja. So, Blimmes wird jetzt gerne in die Halbzeit gehen. Aber vielleicht kriege ich nochmal die Möglichkeit hier. In Form von Dak Fu! Nein! Doppelchance kurz vor der Halbzeit hier von Dak Fu. Kann nicht sein. Hier nochmal so ein Super. Na, der war natürlich. Kann man schon mal machen. Jetzt haben wir nochmal. Okay, noch eine Chance. Jetzt die letzte Chance hier vor der Halbzeit. Vor dem Halbzeitpfiff. Jetzt ist direkt nochmal so unspannend, wie die erste Halbzeit war. So.
spannend kann sie enden. Und das war die Nummer 5. Smith oder McGurk? Einer von beiden. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Dreh dich mal um. Kollege, dreh dich mal um. Puri mit dem Eckball. Und McGurk, wa? Der wirft sich da rein. Ja. Ja. McGurk. Okay, haben wir es doch noch irgendwie geschafft, vor der Halbzeit ein Tor zu machen? Ja gut, nach dieser Doppelchance jetzt hier von Doug Fu, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Es sagt mir schon 50. Minute, aber es ist eigentlich noch in der 45. passiert. Also gut. Anpfiff und Abpfiff. Ja. Okay, die erste Halbzeit geht noch mit einem kleinen Paukenschlag hier zu Ende. Wir haben es wirklich noch geschafft, ein Tor zu machen. Aber auch nur, weil der Schiedsrichter hier noch hat 5 Minuten nachspielen müssen. Ja. Dem Wetter zu schulden und der trägen Party. Aber jetzt mal in die Halbzeit. So, und zurück zur zweiten Halbzeit. Also in der Statistik haben wir gesehen, wir haben weniger Ballbesitz, aber sind die zweikampfstärkere Mannschaft und schießen einen Hauch öfters aufs Tor. Was natürlich jetzt mittlerweile zu unserem Vorteil gereicht hat. So, Oyebanyo. So ein Pass, gell? Der darf auch mal ankommen. Der war natürlich ein bisschen zu locker geschossen hier. So dass der da jetzt auch mal eine gefährliche Chance für Plymouth. Ja, den hat er den Platz ausgenutzt und Fifil steht ja und guckt zu, gell? So, dann ein bisschen Glück hier im Abschluss für Ingham. Ich sage nicht im Abschluss, sondern Glück für Ingham. Aber hat er vielleicht auch gesehen, dass der ein Ticken zu weit kommt. So, Fletcher. Kann hier mal... Ich muss jetzt hier mal frühzeitig einen Wechsel machen, weil ich gesehen habe, dass einige Spieler doch relativ angeschlagen sind. So, hier, Fifil geht hier mal ordentlich rein. Darf er auch mal machen an der Position, bevor da was passiert. Warum gewinnen die den Kopfball nicht hier? Und warum kann der hier laufen und... Parslow, Fifield. Und der kann Fletcher schicken. Der auch mal schießen muss, ja. Da war zu viel los. Und da hat er mal den Abschluss gesucht. Ich glaube, Fletcher ist der erste Auswechselkandidat. Ach, da kommt der Tormann noch dran. So, zweiter Eckball jetzt im Spiel hier. Wir machen nochmal eine Auswechslung vorher. So, zweiter Eckball. Gucken, ob die so gut wird wie die erste. McGurk kommt wieder zum Kopfball. Diesmal kann er den Ball leider nicht im Tor unterbringen. Na? Ging leider drüber. Habe ich falsch gewechselt schon wieder mal? Coulson verliert die Kugel. Okay, muss ich jetzt gleich nochmal korrigieren. Es gibt hier noch eine Auswechslung. Okay, oh, jetzt beginnt gerade die Auswechselphase, wo alles ein bisschen auch zerfahren wird. So, Doug Fu. Nein, Chambers. Ey, kann der keinen Pass spielen? Doch kann er. Mit ein bisschen Konzentration geht er schon. Puri. Mit der Flanke, die aber mal wieder beim Tormann ankommt. So, jetzt immer. Nein.
nicht zum Schuss kommen lassen. Ah, oh, Fifield passt auf. Fifield verliert den Ball, wollte ich sagen. Ans Außennetz, dieser Schuss. Ans Außennetz. Okay, 73 ist 67. Minute. Knapp. Aber ich würde mal sagen, Ingham hat das gesehen. So, jetzt machen wir noch die Dings doch auch noch in-game. Passt auf. Und zwar, das habe ich jetzt gesehen. Ja, ich muss Chambers und Coulson tauschen. So, für Doug Fu kommt jetzt Milbank. Und dann bringe ich Blatt hier auf der Position für Parslow. Montrose muss durchspielen. So müssen wir es jetzt zu Ende machen. So. Jetzt machen auch wir nochmal unsere Auswechslung. Und dann soll es das gewesen sein. Also gut. Jungs, ich möchte jetzt hier das Spiel bitte so zu Ende spielen. Vielleicht kann er direkt Milbank nochmal was von sich zeigen. So, McGurk schickt Chambers. Der ist ja eigentlich schnell. Und verliert mal wieder den Ball. Was war das? Das ist Abseits wieder. Na super, stand ein Meter hinter der Mittellinie im Abseits. Ja, Smith hat da zum Glück aufgepasst und den Spieler erstmal Abseits gestellt. Okay, mal über die Seite. So, Coulson und Puri jetzt im Zusammenspiel und Milbank. Die Flanke von Puri kam wieder zu nah ans Tor, gell? Das mit den Flanken haben wir echt nicht drauf. Wir bräuchten mal einen, der es richtig gut kann, das Flanken, aber woher, wenn nicht stehlen? Ja, Milbank geht ja mit allem, was er hat, zur Sache. Eine Viertelstunde vor Schluss. Ja, Milbank versucht da alles mit. Er kommt nicht hinterher und dann, naja. Das ist ja echt so ein Gurkenspiel jetzt teilweise. Wo ist die gute Form von vor zwei Spielen hin? Von vor drei Spielen ja mittlerweile. Die gute Form, die rutscht immer weiter in die Vergangenheit. Das ist. Ja. Und der Schiedsrichter pfeift aber auch jeden Mist. Also, beim besten Willen, da muss er kein Abseits pfeifen. Da beschwert sich kein Mensch, dass er nicht im Abseits war. Ja, dass er im Abseits war. Weil anders, da kriege ich die stehen nämlich auch relativ kompakt jetzt hier drin. Vielleicht mal mit dem Versuch hier Chambers ins Spiel zu bringen. Nochmal. Aber Chambers kriegt die Flanke nicht rein. So. Neuer Versuch hier. Fifield. Nochmal über Chambers. Ah! Schade. Milbank wollte da mal ein bisschen was probieren. Und jetzt ist das Spiel zum Glück gleich zu Ende. Okay, nochmal hier auf die andere Seite. Über Banjo. Milbank. Der hier nochmal versucht, Goldson zu schicken. Da geht aber auch mit der falschen Mann an den Ball. Jetzt pfeift er. Der Schiedsrichter bringt mich hier in dem Spiel echt zur Verzweiflung. Ich muss mal, ich hoffe, ich denke dran, den Titel irgendwas über den Schiedsrichter zu schreiben. Meine Güte, du. Möchte ich sagen, er hat es verpfiffen, das Spiel. Aber er macht es wirklich lahmes Spiel nicht besser. Er pfeift alles zurück. Jeden Popelkram wird er abgepfiffen. Und, ja. Ich meine, solche Spiele gibt es, gell? So, Ingham. Mit viel Zeit hier. Und jetzt ein weiter Abstoß. Und dann hoffentlich. Spiel vorbei.
Ja, das Spiel endet so, wie es begonnen hat, mit Mistwetter. Ja, dem Wetter angemessen haben wir hier gespielt. Unter aller Sau. Aber trotzdem irgendwie 1-0 gewonnen, weil McGurk in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Eckball in ein Tor verwandelt hat. Wir hatten Chancen. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir hier chancenlos rausgegangen sind. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir die besseren Chancen hatten. Ich glaube, wir hatten die Mehrzahl von Chancen. Hier Doug Fu hier, das war die beste Chance, die er hatte. Da hat der Tormann aber alles gemacht, was er machen konnte. Aber beim Eckball dann danach konnte er nichts machen. Da hat sich mich McGurk reingeworfen. Hier nochmal Fletcher, hat er auch nochmal den Tormann geprüft. Da hat er auch nochmal gut aufgepasst. Also der Tormann hat echt das Spiel seines Lebens gemacht. Und Ingham mit aller Ruhe guckt er, wie der Ball ins Außennetz geht. Ein anderer vorher ist ja auch irgendwie knapp vorbei. Also da hat alle Ruhe weggehabt hier, Ingham. So, mein bester Spieler war Puri mit einer 7,7. Haben sie halt alle nicht mit Ruhm bekleckert. Man of the Match war der Tormann von Plymouth, ja, okay. McGormick, er hat ein gutes Spiel gemacht mit einer 7,7, aber auch nur so gut wie Puri in der Endbewertung. Ja, wir vergessen dieses Spiel schnell wieder, wird unter den Teppich gekehrt. FC Wimbledon, gegen die wir im letzten Spiel gewonnen haben, die haben gewonnen. Im Verfolgerduell habe ich gesehen, hier Portsmouth hat gegen Scunthorpe gewonnen. Wir haben doch nochmal ein Pokalspiel. Hui. Was gegen Dagenham? Erste Runde im FA Cup. Na, ja, bin ich ja doch nur überrascht, dass wir doch noch in irgendeinem Pokal drin sind. Aber mit der Aufstellung kann das nicht funktionieren, gell? Ich bringe jetzt mal die Aufstellung wieder in den Originalzustand zurück, bevor ich die Folge beende. Nicht, dass ich dann dass ich es dann vergesse. Chambers. Colson darf auf der Seite wieder spielen und dann muss ich dann im Zweifelsfall wechseln. Dresswell nur auf der Bank. Und was Milbank hier spielt, immer noch mit absteigender Form, gell? Fürs Pokalspiel lasse ich Milbank zu Hause. Weil. Oder, wenn ich dran denke, werde ich Milbank. Wir machen sowas, pass auf. Ich nehme Milbank mit und werde Milbank nochmal motivieren. Dann jetzt in der nächsten Pressekonferenz. Kann nur so gehen. Das ist eigentlich unsere beste Aufstellung, die wir im Moment haben. Wenn es mal an guten Tagen läuft, ist es echt gut mit der Aufstellung. An den letzten beiden Spielen, die wir jeweils mit 1-0 gewonnen haben, lief es nicht so bombig. Wir haben trotzdem gewonnen, auch wenn man nicht stolz drauf sein kann. Ja. Aber na gut, im nächsten Spiel dann mal doch ein Cup-Spiel wieder hier, ein Pokalspiel im FA Cup, erste Runde gegen Dagenham. Ja, das Spiel heute müssen wir schnell streichen, schnell verarbeiten. Ich meine, wir haben jetzt nicht verloren, aber wir haben auch nicht souverän gewonnen. Insofern, ja, kann nichts machen. Das erste Spiel gegen Dagenham, da müssen wir uns auf jeden Fall voll reinhängen. Wie gesagt, Pokalspiel, alles drin. Dagenham spielt, glaube ich, spielen in unserer Liga? Ich weiß gar nicht. Das muss überraschen. Entweder spielen die in unserer Liga oder die spielen eine Liga höher. Kann ich euch gerade nicht sagen. Vielleicht weiß ich es zur nächsten Folge. Vielleicht aber auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch schöne Tage. Und dann sage ich mal ciao, ciao.